Ja, heute bei diesem Spaziergang geht es um Zwänge. Was sind Zwänge? Zwänge können sehr heftig sein. Gedankenzwänge oder Zwangsgedanken, Zwangshandlungen oder Zwangsgefühle oder permanent immer wiederkehrende Albträume wie ein inneres Zwangsgefühlssystem. Zwänge sind sehr schwer zu verstehen für die meisten Menschen. Denn die meisten würden sagen, wieso kannst du nur auf der Bordsteinkante entlang gehen? So ein Quatsch. Ja, warum? Weil ein inneres System eine Fehlregulation enthält, eine falsche Information. Und Informationen sind nun mal die Grundprozesse im gesamten Universum. Alles ist Information. Information ist ein Stein. Enthält bereits Informationen. Nein, nein, nicht die Heilung mit Stein, das meine ich jetzt nicht. Allein die Moleküle, die Menge, die Größe, die Form, ja, und was man mit ihm machen kann, alles Informationen. Und in deinem Gehirn ist es auch so. Alles besteht eigentlich aus geordneter Information. Und wenn diese geordnete Information mit einem Fehler besetzt wurde, nennen wir es mal Fehlprogrammierung, obwohl das kein schönes Wort ist, dann versucht dein inneres System mit diesem Fehler in die Richtung Süden zu gehen, nennen wir es mal so. Dein bewusstes System aber weiß, dass es gut und richtig ist, in die Richtung Norden zu gehen. So, und jetzt hast du diesen inneren Zwang, diesen inneren Druck, und dieser innere Druck versucht dir permanent, wie die Zügel bei einem Pferd, dich in eine andere Richtung zu lenken. Und diese Zwänge, die dann eintreten, dieser Druck, der da auftaucht, ja, du versuchst, oder es wird dir beigebracht, versuche es standhaft auszuhalten, versuche dich dagegen zu wehren. Ja, lass dich nicht zum Sklaven deiner Zwänge machen. Kommt mir irgendwie aus der klassischen Verhaltenstherapie bekannt vor. Aber das ist kontraproduktiv aus meiner ganz persönlichen Sicht und aus der Sicht der Hirnforschung wahrscheinlich auch, weil Zwänge kommen als Gefühl von innen heraus und sorgen in der Außenwelt, also in unserer Gegenwart, dafür, dass wir irgendeine Art von Handlung ausüben müssen. Und diese Handlung ist manchmal nicht wirklich logisch. Und diese Zwänge entstehen aus einer unbewussten Ebene, einem unbewussten Wahrnehmungssystem, das Fehlregulierungen enthält und diese Fehlregulation, diese Information sozusagen im Gedanken-, Gefühls- und Handlungsstrom an das Bewusstsein weitergibt. Und dort wird es dann, je nachdem, körperlich, emotional oder gedanklich umgesetzt. Und die Person, das Bewusstsein, das Ich, kann sich nicht wehren. Das heißt, die Zwänge sind Endergebnisse. Sie sind Endresultate. Sie sind niemals die Ursache. Und wenn du versuchst, oben die Zwänge abzustellen, egal wie, dann versuche mal, einen Vulkan mit Zement zuzuschütten. Angenommen, wir hätten die technischen Möglichkeiten. Das geht eine gewisse Zeit. Aber der Druck unten drunter, der kommt ja aus dem Erdinnern, da wo eine Art Magmablase ist. Da wird dieser Druck erzeugt. Und wenn dann dieser Druck in eine falsche Richtung weitergeleitet wird, weil der eine Kanal zu ist, die Vulkanöffnung zu zementiert ist, was dann? Dann wird sich eine andere öffnen. Also man muss sich einfach klar machen, es gibt tiefliegende Kernsysteme in uns, die uns eine Art Richtung vorgeben. Und mit dieser Richtung versuchen wir, das Leben zu bewerkstelligen. Wenn es nicht klappt, dann fühlen wir uns doof, nicht gut, schuldig oder wie auch immer wir es nennen.
Und wenn es klappt, dann ist es gut. Aber diese Zwänge sollte man aus meiner Erfahrung da lösen, wo sie auftauchen. Im Innern, im Unbewussten. Das heißt im Kern. Und das wiederum bedeutet, mit Hilfe von Neurobiomet kümmern wir uns um die Kernebene, die unbewusste Kernebene, die es zu erreichen gilt. Und wie machen wir das? Über Information. Und Information ist immer eine Art von Kommunikation, wenn zwei Informationssysteme, ja, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert, sich austauschen. Und wenn das eine Informationssystem, ich als Unterstützer und Begleiter dir helfe, deinen Weg zu finden, dann kann das andere Informationssystem, du, diese Information annehmen und dann kommen wir da unten hin, wohin wir auch müssen, zur Quelle, zur Ursache, zur Lösung des Ganzen. Und das ist ein selbstorganisierender Prozess, so wie in der Natur es millionenfach in der Evolution passiert. Also, wenn du etwas mehr von diesen Themen hören oder sehen möchtest und mich hin und wieder auf meinen Spaziergängen begleiten möchtest, kein Thema, abonniere den Kanal. Alles andere wird sich dann ergeben. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Bis dahin.